Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir machen heute die Fortsetzung dieser Chakrenreise, dieser Reihe, wo wir uns jedes Mal einem anderen Zentrum, einem anderen Energiezentrum widmen. Und wir haben begonnen mit dem Wurzelchakra, mit der Basis. Da haben wir auch so die Fußchakren, Kniechakren mit dazu gemacht. Ja. Und wir werden heute auch uns dem Nabelchakra widmen, aber auch da den Hüftgelenken, den Hüftchakren, ja, als Nebenchakren und auch diesen Bereich mit dazu aktivieren. Nabelchakra ist ja die Identität, ist das innere Kind, ist das Unterbewusstsein, ist für unsere Lebenslust, Freude, Neugier auch zuständig und ist natürlich das Zentrum, das sehr stark beeindruckt wird, ja, gerade bei unserer Erziehung. Erziehung ist ja das Kind zu beeindrucken, ja, mit gewissen Verhaltensmustern und Ängsten und Sorgen auch der Eltern, dass eben diese Blase der Kindheit da eigentlich verletzt wird, damit man halt sicher ist. Ja. Und dass diese Beeindruckungen, manche sind wichtig, manche sind notwendig, andere sind natürlich sehr hemmend auch fürs Kind. Da geht es auch darum, wenn man mit diesem Chakra arbeitet, diese Beeinflussungen, Beeinträchtigungen loszulassen. Und das werden wir bei der heutigen Meditation machen. Das Unterbewusstsein, generell, wenn man mit dem Inneren arbeitet, arbeitet sehr gerne mit Bildern. Das heißt, wir werden zuerst gleich mal ein Bild aufbauen, wo wir beginnen, ein Wohlfühlbild zu kreieren. Und da lade ich dich jetzt gleich einmal dazu ein, einen Ort zu kreieren, der deinem Unterbewusstsein gefällt. Ein Bild, ein Ort, der deinem Unterbewusstsein gefällt. Ob das ein Spielplatz ist, ein Strand ist, ein Fantasieort, ein Wald, ein Zoo, spielt jetzt so gar keine Rolle. Einfach mal ein Ort soll kreiert werden, wo sich so dein inneres Kind, dein Unterbewusstsein wohlfühlt. Und wenn du da schwerer was damit anfangen kannst, dann wähle einen Ort, wo du dich wohlfühlst oder entspannen kannst. Wasser, in den Bergen, auf einer Piste beim Skifahren, ganz gleich. Und jetzt schließ mal deine Augen, atme tief ein und wieder aus und tauch mal in diesen Wohlfühlort ein. Und auch wenn du kein konkretes Bild dazu hast, dann stell dir einfach vor, dass du an einem Ort bist, wo du dich absolut wohlfühlst. Jegliche Anspannung fließt von dir ab, jeglicher Zeitdruck fließt von dir ab. Also jeglicher Termindruck, dass du etwas zu erledigen hättest, fließt von dir ab. Und du spürst, dass du immer mehr und tiefer an diesen speziellen Ort ankommst und dich immer wohler und wohler dabei fühlst. Du hast dir für heute kein Programm vorgenommen. Es gibt keine Dinge zu erledigen. Du kannst einfach nur sein. Und dieses Dasein, dieses reine Sein drückt sich in einem unbeschwerten Spiel aus. In einem Kinderspiel,
Du kannst völlig unbeschwert mit Bauklötzen bauen, herumlaufen, Blumen pflücken, Verstecken spielen. Wichtig ist nur, dass es absichtlos geschieht. Aus dem Spieltrieb, dem Forschertrieb, deiner Neugier heraus. Und du spürst, wie du in dir ganz leicht wirst. Und dich mehr und mehr entspannen kannst. Und in dieser Entspannung wird nun dein Nabelchakra gereinigt. Das sitzt so ein paar Finger, so ein paar Zentimeter unterhalb deines Nabels und fließt hinten in deinem Rücken ein. Und vorne aus. Und dieses Zentrum wird nun absolut harmonisch ausgeglichen. Dein Chakra öffnet sich und reinigt sich. Jegliches Festhalten von deiner männlichen Seite löst sich jetzt auf. Jegliche Angst, jeglicher Druck fällt von deinem inneren Mann ab. Und du spürst, dass du dich mehr und mehr entspannst. Und dass vor allem Leistungskonzepte, Vorstellungen, was du leisten musst, von dir abfallen. Und du klar und entspannt immer losgelöster wirst, immer freier wirst, sodass alter Leistungsdruck sich ganz von dir verabschiedet. Und sich innere Verspannungen und Anspannungen lösen. Dein Beckenbereich entspannt sich. Deine Hüftmuskulatur. Dein Becken. Deine Hüftknochen und Hüftchakren entspannen sich. Und werden ebenfalls ausgeglichen. Du spürst auch eine tiefe Reinigung deiner Geschlechtsorgane. Die Eierstöcke, Eileiter. Gebärmutter, Scheide bei der Frau, Blase, Harnleiter, Harnröhre. Und beim Mann die Prostata, der Hoden, Harnleiter, Samenstränge. All das reinigt sich und entspannt sich.
Alte, feststeckende Energien lösen sich Stück für Stück. Und du spürst, dass du immer freier wirst. Und dass alte Selbstzweifel und Schamgefühle von deinem Nabelchakra über dein Wurzelchakra in die Erde abfließen, sodass du in deine volle weibliche oder männliche Würde gehen kannst, sodass deine wahre Identität auf allen Ebenen gelebt werden kann. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst, wie sich dein Unterleib immer mehr und mehr entspannt und reinigt. Und nun werden auch Gefühle wie Mutlosigkeit und Ohnmacht und vor allem auch Lustlosigkeit aus diesem Zentrum gereinigt und entfernt. Ohnmacht. Ängste. Lustlosigkeit. All das reinigt sich jetzt und wird aus deinem Nabelzentrum entfernt. Und du spürst Rückhalt, Leichtigkeit und immer mehr Stabilität. Du spürst auch, wie sich deine Geschlechtsorgane weiter entspannen, deine Blase weiter entspannt. Und durch diese Entspannung inspirierst du nochmal dein Wurzelchakra, dass es sich auch weiter löst. Und körperlich kannst du das spüren, dass es über die Knie, also Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, bis in die Füße abfließt. Von den Füßen in die Erde löst sich jetzt dieser Druck. Und auch vom Beckenbereich runter. Bei deinem Hintern, Schließmuskel. Alle Prägungen lösen sich. Und eine heilsame Energie fließt durch dich hindurch und du spürst eine tiefe Befreiung und Entspannung. Nun darf auch die Energie Schocklöser, also lösen von sehr intensiven Beeindruckungen. Auch diese Energie darf jetzt in dich einfließen. Und du spürst, wie du ruhiger und gelassener wirst, wie du in dir lebendiger und leichter wirst, wie du alten Druck und alte
negativen Beeindruckungen auf allen Ebenen loslässt. Und in diese Flexibilität, diesen Energiefluss kommt jetzt der Ausdruck von innerer Freude und Unbeschwertheit. Und jede Faser deines Körpers, die sich nicht unbeschwert fühlt, die sich angespannt fühlt oder unterdrückt fühlt, wird nun von dieser Unbeschwertheit inspiriert und bewegt, sodass du spürst, dass dein ganzer Körper sich zu bewegen beginnt, zu neigen beginnt, wie in einem wundervollen Tanz. Und in dieser Bewegung, in dieser Leichtigkeit erwacht in dir ein helles, strahlendes Licht. Deine Identität, dein Wesen, die Person, die du wirklich im Innersten bist. Und diese Identität weitet sich aus, erdet sich, verbindet sich über dein Herzzentrum, deine Brust, rauf mit deinem Kopf und letzten Endes über deinen Kopfscheitel hinaus mit deinem höheren Selbst. Und in diesem Augenblick erkennt dein Energiefeld, dass du 100%ig zu dir stehst, dass du das Spiel des Lebens erkannt hast und dass du bereit bist, die Leichtigkeit und Freude dieses Spiels in dein Leben zu integrieren. Du spürst nochmal, wie sich deine Hüften öffnen, wie sich dein Becken öffnet, wie du immer weiter, weicher und freier wirst. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich dein Nabelchakra absolut auf deine Basis, dein Wurzelchakra verlässt. Und du spürst auch nochmal dein Wurzelchakra nach. Und du spürst eine Stabilität, eine Kraft und eine Klarheit. Und in diese Kraft und Selbstbestimmung fließt nun noch die Energie der guten Mutter ein. Die archetypische Energie der guten Mutter. Und diese liebevolle Energie stellt sich nun hinter dich. Und es fließt unendliches Verständnis und unendliche bedingungslose Liebe in dich ein. Und du spürst diese Güte und diese Liebe. Und du spürst, dass diese Güte und Liebe in jede Faser deines Körpers einfließen
Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und spür mal deine Klarheit und Struktur, die Liebe und die Leichtigkeit und Freude, die von deinem Nabelzentrum ausgehen. Spüre, dass sich dein Becken, deine Hüfte entspannt und geöffnet hat und auch deine Geschlechtsorgane sind freier, klarer und reiner geworden. Atme tief ein und wieder aus und genieße deinen Wohlfühlraum. Genieße ab sofort die unendlichen Möglichkeiten dieses herrlichen Lebens, dieser herrlichen Welt. Und spüre jetzt, dass du in dir frei bist. Und dass du die Welt so gestalten kannst, wie du es dir vorstellst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und bedank dich mal bei allen Hilfsenergien, die dich heute bei dieser Nabelchakra-Reise unterstützt haben. Spür ganz bewusst dein Unterbewusstsein nach, dein Nabelchakra. Spüre die Flexibilität. Spüre diesen Pioniergeist, die Neugier, aber auch die Leichtigkeit und Unbekümmertheit und Freude. Genieße noch einmal diesen wundervollen Ort. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich bei deinem speziellen Platz. Spürst, dass die Verbindung zwischen Nabel und Wurzelchakra stabil ist und dass die beiden Zentren gut zusammenarbeiten. Du streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine, bedankst dich nochmal und kommst ganz in deinem Tempo in diese Zeit, in diesen Raum zurück, in die Gegenwart zurück. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Ja, du spürst ja jetzt vielleicht noch so diese Aktivierung vom Nabelchakra. Du kannst diese Meditation natürlich jederzeit wiederholen. Falls natürlich auch die Wurzelchakra-Reise, die verlinke ich dir unten dann nochmal hin. Auch die kannst du machen, weil die arbeiten ja ganz gut zusammen. Und ja, bei der nächsten Chakrenreise geht es dann um den Solarplexus und da tun wir dann diese ersten drei Zentren abschließen. Und dann wirst du merken, dass das ein ganz anderes Gefühl noch ist. Wenn du Fragen hast, Kommentare, schreib es mir gerne. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Ich freue mich über einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Oliver Jareni aus Linz. Tschüss, alles Gute.